Der Freitag fing für die BFC-Fans eigentlich ganz gut an. Zum Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47 feierten die BFC-Ultras die Rückkehr zum traditionellen Logo, dessen Verwendung wieder ermöglicht wurde. Die Fans setzten das wiedergewonnene BFC-Dynamo-Logo mit dem Spruchbanner »Es kommt nach Hause, was nach Hause gehört«, untermalt von pyrotechnischen Gegenständen stolz und gelungen Szene. Unter Flutlicht konnte ein 3:2 Heimsieg am Freitagabend gefeiert werden. Doch die Freude hielt bei der Ultragruppierung Ultras BFC nicht allzu lang. Auf dem Weg nach Hause wurde ein Mitglied mit wesentlichen Materialien der Gruppe vor dem eigenen Zuhause von einer Personengruppe überfallen. Dabei verlor die Einzelperson die wesentlichen Szenematerialien, was die Gruppe am heutigen Sonntag entsprechend dem Ehrenkodex zur Auflösung bewegte, die aber zugleich Rache ankündigte, ohne jedoch die Herkunft der Angreifer zu nennen. Die Gruppe verkündete heute auf dem eigenen Instagram-Account: Mit der Veröffentlichung dieser Zeilen erklären wir die Gruppe Ultras BFC für aufgelöst. Wir stellen mit sofortiger Wirkung alle Aktivitäten sowie den Stimmungssupport ein. Wieso dieser Schritt? Am Freitag, dem 20.01.2023, wurde nach dem Spiel gegen Lichtenberg 47 einer Person mit unserem Material vor seinem Privathaus aufgelauert. Aus einem vor dem Haus parkenden Auto sprangen mehrere maskierte Personen, schlugen und traten unvermittelt zu und erbeuteten dabei das wesentliche Material unserer Gruppe. Ein feiger Raub in Überzahl, der ohne Frage eine gewisse Planung brauchte und eines helleren Tages mit düsterstem Zorn und Wut gerecht werden wird. Wir haben hiermit auch der ruhmreichen Szene des BFC Dynamo geschadet und möchten uns hierfür entschuldigen. Wie wird es weitergehen? UBFC begleitete den Verein BFC Dynamo über 11 Jahre und ging durch viele Höhen und Tiefen. In dieser Zeit konnten wir der Stimmung auf den Rängen neue Aspekte geben und vor allem Jugendlichen eine Heimat bieten. Wir hoffen, dass diese auch in der Zukunft nicht verloren gehen. Für uns als Individuen werden die Wege unterschiedlich aussehen und ob und wie es im Stadion für den Einzelnen oder irgendwann wieder zusammen weitergeht, wird nur die Zukunft zeigen. Natürlich wird jeder von uns den BFC Dynamo und die Zeit in der Gruppe mit unvergesslichen Menschen und unvergesslichen Momenten für immer im Herzen behalten. Vielen Dank an all jene, die uns über die Jahre unterstützt haben. Ein erstes Kapitel, beim BFC Dynamo eine Ultraszene zu etablieren, ist nun Geschichte. Aber seid gewiss, es wird nicht das letzte sein. Wir werden natürlich nichts unversucht lassen, werden jeden Stein umdrehen, um die Täter und ihre gesamte feige Szene mit aller Härte zu bestrafen. Diese Tat wird nicht ungesühnt bleiben. Tod allen Feinden unseres BFC Dynamo! Verpasse keine News mehr über deutsche Fanszenen und abonniere unbedingt unseren Kanal.